Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Meine Wenigkeit, der ist geil zum weiteren Unreal Engine 4. Nicht Tutorial, aber BOD-Preview, irgendwie sowas in der Art, was auch immer. Ich bin noch etwas geschockt. Ich habe gerade eben die Klausur geschrieben, meine erste Einsendeaufgabe online. Ja, lass uns über was anderes reden. Das ist eine Alles-oder-Nichts-Klausur gewesen. Absolut uncool, aber dazu können wir ja gleich noch kommen. Erstmal muss ich mal hier kurz gucken, wenn wir unter Active Play Mode gehen. Na, New Editor Fenster, das ist es. Ja, New Editor Fenster, wir öffnen mal kurz. Oh, fuck, ist das laut. Laut. Okay, gut. Das war ein bisschen laut. Das ignorieren wir jetzt einfach mal kurz. Ja, wie gesagt, das hier ist das Hauptmenü von Battle of Decay, was bisher existiert oder wie es bisher aussieht. Ja, ich habe jetzt leider, ich glaube, seit 4 Tagen kein Video mehr gemacht. Davor waren es nur Livestreams, deswegen kommt mal dieses kleine Update-Video. Und das ist jetzt auch nichts Großartiges. Es kommt noch mal ein richtiges Devlog, ne? Und das End of the Month oder das Monatsende-Video kommt natürlich auch noch. Ja, ich hatte nur gerade die Klausur, die ist natürlich alles andere als gut gelaufen. Für die Leute, die es wissen wollen, lag das tatsächlich nicht an dem Wissen. Die war ultra einfach, die Klausur, aber die guten Herrschaften von der Uni haben sich gedacht, wir geben dir 19 Minuten Bearbeitungszeit für die Klausur, aber wir geben dir keine Zeit, um diese Klausur hochzuladen und in Word zusammenzufügen. Also entsprechend habe ich das irgendwie gerade noch, weil mein Scanner auch abgekackt ist. Keine Ahnung, der hat für eine Seite zu scannen fast 2 Minuten gebraucht, und wenn ich nur 10 Minuten hatte, weil die Klausur so lang gemacht haben und es 9 Seiten waren, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht geklappt hat. Also bin ich irgendwann runtergestürmt, habe das irgendwie gerade noch mit dem Handy abfotografiert, irgendwie auf dem PC geladen und ja, zusammengefügt. Dabei ist mir aufgefallen, weil ich das gerade richtig so dirty-mäßig gemacht habe, so richtig dreckig, überhaupt nicht wirklich schön, einfach nur hingeklatscht, damit es irgendwie drin ist und damit man es lesen kann, ist mir eben aufgefallen, dass eine Seite irgendwie, also ein Bild von einer Seite unter ein anderes Bild geswappt ist. Heißt im Umkehrschluss, ich habe jetzt 8 von 9 Seiten, die Seite 3 fehlt mir leider. Das genau bei der 70-Punkte-Aufgabe, waren 3 Aufgaben, einer von 70 Punkte. Arschlecken rasieren 370, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ich habe direkt eine E-Mail geschrieben, habe bis jetzt immer noch keine Antwort bekommen, ist eine Stunde danach, vermutlich haben die schon Feierabend, kotzt mich tierisch an. Eine solche Unverschämtheit, dass die da keine Bearbeitungszeit zum Hochladen lassen. Also ehrlich, nee. Einfach nur ne. Also all die Nachweise, die jetzt antworten, wenn ich jetzt da durchfalle wegen so einem Scheiß, dann ist natürlich alles vorbei. Das wäre natürlich äußerst ungünstig. Aber ehrlich, dann muss man eben auch mal gucken, was man da gemacht, weil das kann ja wirklich nun mal echt nicht sein. Vor allem, man kann es eben nicht sagen mit den technischen Problemen, die jetzt so. Also hätten die das jetzt in der Uni geschrieben oder in der Stadthalle oder sonst wo die Klausur, alles kein Ding. Hätte ich alles wunderbar hinbekommen, hätte ich vielleicht keine 100%ige Punktzahl, aber ich denke mal, eine 80%ige Punktzahl wäre locker drinne gewesen. Aber dadurch, dass mir jetzt eine komplette Seite fehlt. Oh, das, ich hoffe, ich bestehe das. Ich denke schon, ich hoffe es. Ich glaube, jedem wird auffallen, dass da mittendrin einfach eine Seite fehlt, was, weißt du, vor allem ein Teil der Aufgabe, der Anfang fehlt, und aber mittendrin geht es auf einmal weiter auf der nächsten Seite. Das muss ja wirklich dem Dämlichsten auffallen, dass da irgendwas nicht richtig ist. Ja, muss man eben schauen, wie man das irgendwie machen kann. Naja, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen bin ich noch übelst geschockt. Ich habe meinen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich 30 Sekunden vor Ablauf der Frist das noch hochgeladen bekommen habe. Es war ein Wunder, es war ein wahrer Wunder. Oder ein wahres Wunder, pardon. Ich bin echt noch fertig. Ja, Leute, aber ich danke euch nochmal für eure ganzen Grüße und Glückwünsche, ja, über Instagram, über Discord. Mega korrekt von euch. Fettes Dankeschön an euch. Ja, zum Hauptmenü aber jetzt mal zurück. Also, die Leute, die die Alpha-Version bekommen oder früh bekommen, oder auch die Leute, die in dem Closed Alpha, Early, was auch immer, Early Access Test dabei sein werden, die werden hier circa dieses Overlay haben. Also hier dieses wunderbare Hauptmenü. Das heißt, ihr habt News, das ist hier noch der 0085. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon bei der 0086. Habe ich noch nicht umgeändert, aber spielt auch erstmal überhaupt keine Rolle. Der Shop logischerweise funktioniert nicht. Das ist einfach nur ein Template von mir gewesen. Es ist kein Template, weil ich genutzt habe von irgendeinem Marketplace Assets, nur ich mache hier gerne immer Templates für mich selber. Zum Beispiel, dass hier jetzt einfach steht Shop und dann Free Pack Available oder verfügbar, was auch immer. Und letztendlich hat das Ding hier gerade überhaupt keine Funktion, wie ihr merkt. Also da kann man draufklicken, wie man will, es passiert nichts. Er hat einfach den Hintergrund, weil das hier alles noch nicht eingeschaltet ist. Genauso wie hier mit dem Ding. Das ist einfach nur der Grundbasisaufbau des HUDs und, oder nee, warte, des Hauptmenüs so rum. Und ja, deswegen ist das eigentlich ganz nett, finde ich. Und ja, Animationen werden hier noch geändert oder ein bisschen optimiert. Geändert nicht, aber optimiert. Hier bekommt ihr noch eine schusssichere Weste oder so eine Einsatzweste, wie man das eben so gewohnt ist, von dem Militär, und ich bin ehrlich gesagt relativ zufrieden hiermit.
es ist nicht schlecht, es ist natürlicher jetzt die Animation. Vorher war die ja relativ verbuggt, mittlerweile haben wir die aber überarbeitet und verbessert. Zudem mache ich dann bald mal hier die Credits, dass wir schon mal irgendwie eine Liste haben von den Leuten, die hier unterstützt haben. Kommen alle hier hin? Da bin ich mir noch nicht sicher. Also es wurde gefordert von euch Zuschauern, dass wir hier ein Mindestmaß reinklatschen. Also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt 1 Euro mal donated habe, dann kommen die Leute hier sicherlich nicht rein. Habt ihr gesagt, das sind eure Worte, nicht meine. Das habe ich in den letzten Streams ja mal so mit euch belabert bzw. rausbekommen, weil mal hier und da Kommentare zu dem Thema abgelassen wurden. Bezüglich dessen, wie denn Leute, Unterstützer dargestellt werden in dem Spiel. Und dort hatten wir ja dann Diskussionen und ja, kam ebenfalls das raus. Ob das jetzt so sein wird, weiß ich noch nicht. Es kann auch gut sein, dass hier wirklich alle reinkommen. Oder dass man sagt, okay, die Leute, die mindestens mal 5 Euro donated haben, die kommen dann hier rein. Das geht auch. Es kommen auch Leute rein, die, ich sag mal, hier irgendwas Spezielles geleistet haben. Der 3D-Modellierer beispielsweise, der kommt vielleicht hier rein. Also Mr. Philippa, wenn du das jetzt hier hörst, vielleicht kommst du rein, vielleicht nicht, kann ich nicht garantieren. Eigentlich hast du ja nichts Sinnvolles dem Projekt, zu dem Projekt zugegeben und geleistet. Außer die paar 3D-Modelle, die paar 100.000. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Aber sonst, Optionen funktionieren soweit, da bin ich auch ganz schön froh drum. Die Buttons hier werden auch noch eingestellt oder klappen die? Oh, die klappen sogar. Die klappen. Ich muss mal hier gucken, die klappen, wunderbar. Ja, das hat funktioniert, des Weiteren, das Dev-Menü funktioniert noch nicht so ganz, obwohl technisch gesehen können wir hier das schon, okay. Ja, man kann es also einstellen, man kann hier, das ist aber nicht für euch, das ist halt nur für mich. Für euch kommt hier ein anderes Menü hin, das könnt ihr dann einfach mal schauen, wenn es soweit ist. Und auch das Grafikmenü, das ist soweit eigentlich perfekt. Müssen wir mal schauen. Auch das hier ist soweit absolut in Ordnung. Erstmal der Voice-Chat funktioniert, die Stimmen funktionieren, Umgebung-Effekte und Soundeffekte funktionieren. Umgebung und Soundeffekte. Die Umgebungseffekte, okay, ja, jetzt weiß ich, wie ich damit meinte. Manchmal hat man so eine kleine Übersicht verloren. Ich habe ja mittlerweile, habt ihr im letzten Stream ja gesehen, so eine richtige Tree-Übersicht, so eine Baumübersicht, wie so eine Art Stammbaum, welche Materials bzw. welche Crafting-Sachen für was benötigt werden und was daraus machbar ist, ja und so weiter und so fort. Hier auf der linken Seite klappt natürlich nur, wenn Steam an ist. Wenn Steam nicht an ist, funktioniert das Spiel auch im Umkehrschluss nicht so ganz, aber unter gewissen Bedingungen. Am Anfang für die Tester funktioniert es sonst nicht, nachher im finalen Spiel wird es auch ohne Steam funktionieren. Was natürlich gerade den Leuten, ich weiß, jetzt kommen die Leute und sagen, aber dann kann man das Spiel rüber easy cracken. Jein, also es geht für die Leute, die es offline spielen wollen, geht auch, weil ich finde, ein paar gewisse Dinge sollte man schon irgendwie beibehalten. Ich mag das nicht, wenn man irgendwie jetzt kein Internet hätte und das Spiel nicht spielen könnte, ist das öfters mal einfach irgendwie scheiße. Deswegen wollte ich die Funktion auch auf Wunsch von euch diese Funktion einbauen, dass es sonst klappt. Das Community-Menü wird noch komplett überarbeitet. Ich bezweifle ganz stark. Ganz, ganz stark, dass das am Anfang der Early Access direkt funktionieren wird, gerade auch mit den Daily Tasks und so. Technisch gesehen sollte das funktionieren. Warum ist dieses ganze Video nur über um das, oder wieso dreht sich jetzt nur ums Hauptmenü? Aus dem einfachen Grund, ich habe mir überlegt, man könnte das hier auch mit einer App verknüpfen, ne? Mit der Battle of Decay App könnte ich das hier auch verknüpfen. Ja, das würde ich dann einfach den Closed Early Access Testern anbieten, also den Early Access Testern, die sich bewerben können, denen würde ich das eben anbieten, dass die das Feature testen können und die Review dazu geben können, wie es denn wäre, wenn man hier das mit einer Android-App verknüpft, also mit einer, mit der hier Battle of Decay Instagram, sag ich schon, mit der Android-App von Battle of Decay, wenn man das damit connecten würde, so dass man hier gewisse Vorteile hat, beziehungsweise auch das Spiel wirklich eine Integration mit dieser App hat. Das wäre, finde ich persönlich, eigentlich mega nice. Das können wir mal ausprobieren. Ich habe damit noch nie gearbeitet mit so einer Connection zwischen Handy und dem Spiel per se. Aber das sollte eigentlich relativ easy funktionieren. Und das ist dann halt so ein Feature, was dann nur Battle of Decay hat. Oder ich weiß nicht, ob es andere Spiele auch haben. Aber letztendlich kannst du dann deinen Punktestatus einsehen. Vielleicht kannst du sogar Punkte generieren auf der Handy-App für dieses Game hier. Oder du kannst eben entsprechend auch... lass mich mal überlegen. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall einiges machen, so viel steht fest. Ja Leute, ich will euch jetzt gar nicht weiter aufhalten, das war mal so eine kleine Übersicht im Hauptmenü. Wie gesagt, das Credits-Menü wird dann noch gemacht. Ich brauche jetzt erstmal einen Defibrillator für mein Herz nach dieser Klausur. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns. Wenn ihr noch Ideen oder Fragen oder sowas habt, schreibt es gerne unten rein. Wie gesagt, ein richtiges Devlog wird natürlich auch noch kommen. Also nicht wundern, dass das jetzt hier nur so kurz war und nur so eintönig. Das kommt natürlich alles noch. Und wir werden dann hier in Zukunft auch das Level definitiv weitermachen. Also nicht versagen der CI-Fragen, wenn ihr denn Fragen habt. Oder Vorschläge fürs Hauptmenü, Features oder so, die da rein sollen. Alles mal gerne unten hinschreiben. Ja Leute, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.